Hi Ladies! Larissa hat mich gebeten, für Sie ein Outfit zusammenzustellen, weil sie demnächst eine Familienfeier hat. Und sie mag es gerne rot und eng und hoch. Und diese Kombo ist sehr interessant. Doch bevor ich auf das Outfit eingehe, noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die zugehörigen Deals und Sales, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details und Sales dazu, damit ihr nichts verpasst. Larissa, ihr Fashion-Geschmack ist genau der Trend, der dieses Jahr angesagt ist. Und ich habe genau das Kleid gefunden, was sie gesucht hat. Denn, wie ihr seht, ist dieses Kleid rot, eng und schick geschnitten. Und um es detaillierter mal ein bisschen zu erklären, Orsay, die Marke, hat sich hier einen Schnitt einfallen lassen, der so ein bisschen außergewöhnlich ist. Also man findet ihn nicht an jeder Ecke, aber insgesamt ist es elegant, schick, aber auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, verspielt. Denn der Rockteil ist schon mal in Falten gelegt und sehr kurz, dass das Ganze schon mal, ja, schick und edel rüberkommt. Und die Dreiviertelarme haben natürlich noch den Vorteil, dass gerade in der Jahreszeit jetzt man es tragen kann und dann doch vielleicht nicht sofort friert. Und wenn es doch warm ist, ist das Kleid ja auch noch kurz genug, um halt keine Probleme mit der Kälte zu haben. Und Dreiviertelarm kommt immer sehr gut an. Und grundsätzlich, das Kleid, wie es geschnitten ist, hat einen sehr detaillierten Schnitt, also sehr eng. Und der Rock ist zwar jetzt nicht klatscheng geschnitten, aber von vorne habt ihr die gesagten Falten und von hinten wird euer Po und die Taille richtig schön betont, damit ihr ja sexy rüberkommt. Und Larissa hat bei den Accessoires auch ein paar richtig gute Vorstellungen gehabt und ich habe es natürlich für sie ja ausgeführt, um das Ganze abzurunden. Und zu diesem Kleid würde ich euch einen Pump empfehlen, der wie dieser hier aussieht. Also nicht einen komplett schwarzen Pump, sondern mit einer kleinen Spielerei drin. Und bei diesem Pump musste ich noch auf eins achten, denn sie mag hohe Schuhe und deswegen auch dieser High Heel hier. Und wie ihr seht, der Pump hat ja eine Machart zweigeteilt, vorne schwarz samt, ein bisschen leicht meliert und hinten leicht silbrig, matt glänzend und ergibt somit eine Art Zweier-Kombo. Und das Geniale ist, das hat eine Optik, die euer Bein nochmal extra länger wirken lässt, weil das Silber da hinten an diesen Schuh quasi die Verlängerung von eurem Bein ist. Also sprich, wenn ihr diesen Schuh anhabt, bekommt ihr nicht nur schöne Füße, sondern ein ewig langes Bein. Und dadurch, dass das Kleid ja relativ kurz geschnitten ist, können die Männer einfach wirklich nicht die Augen von euch lassen. Und man kann sagen, hier hätte man schon ein Outfit, was alltagstauglich gut ist. Okay, die Höhe ist vielleicht nicht so gut zum Shoppen geeignet, aber wenn man es liebt, dann ist das der richtige Schuh. Aber um das Ganze nochmal abzurunden, braucht ihr natürlich eine Tasche, wo ihr alles mitführt. Und da habe ich hier eine relativ schlichte schwarze Ledertasche herausgesucht, die ja eigentlich jetzt nicht groß zu bemerken ist, außer dass sie natürlich nicht zu groß ist und das Schwarz mit dem Rot richtig schön agieren kann, im Kontrast steht und das ganze Kleid mit der Tasche oder durch die Tasche quasi aufwertet. Und viele sind noch nicht auf die Idee gekommen, aber es haltet mir zu diesem Outfit mit Gold. Was ich meine ist, mit goldenen Schmuck, besser gesagt, mit diesem goldenen Armband von Snow of Sweden. Das ist der Designer davon, denn die Kette ist wirklich ein Highlight. Und viele würden es sich gar nicht getrauen, Gold zu Rot zu tragen, aber dadurch, dass wir auch Schwarzanteile haben, ist das eine richtig geniale Kombo und tut das Ganze quasi noch jetzt die Krone aufsetzen, damit dieses Outfit perfekt ist. Und damit wird Larissa eine Familienfeier erleben, die wirklich sich sehen lassen kann. Und wenn ihr wie Larissa ein Outfit genau auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir jetzt unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was einer Veranstaltung ihr geht und wie ihr aussieht. Und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen und euch hoffentlich damit glücklich machen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach abonnieren und verpasst in Zukunft kein Video, kein Outfits und die zugehörigen Deals und Sales.
Ist das ein Deal?